Genau, wer für die Leute, die mich noch nicht kennengelernt haben, Benny hat schon angeteasert, Kevin Probst. Ich habe vor circa 3 Jahren angefangen bei Alasco als Business Intelligence Manager. Und wie Benny schon angesprochen hat, habe mich da sehr viel mit den ganzen Thematiken, Prozessen, Tools, die richtigen Systeme, um eben Daten tracken zu können. Und deswegen bin ich auch super happy heute über den, Vortrag, den wir gleich hören, von Manuel Eugster, der Head of Data Intelligence bei Romberg ist. Manuel hat einen sehr eindrucksvollen Werdegang hinter sich, dementsprechend werde ich vielleicht das ein oder andere Mal spicken müssen. Also entschuldigen Sie. Der Manuel ist wirklich ein Data Scientist mit Leib und Seele, der wirklich sich verschrieben hat der Mission, aus Daten wirklich Erkenntnisse zu generieren. Hält einen PhD in Statistik, hat einen Master in Computational Intelligence und auch einen Bachelor in Software and Information Engineering an der TU Wien. Momentan, wie gesagt, leitet Manuel die Data Intelligence Initiative bei der Romberg Gruppe und hat vorher auch das ganze Data Intelligence Team bei Avira geleitet. Hier wandelt er wirklich mit seinem gesamten Team riesige Mengen an Daten aus ganz verschiedenen Quellen in Erkenntnisse rund um den Kunden und um verschiedene Produkte aus. Ein Projekt, was ich super spannend fand, von dem ich auch irgendwann später nochmal auf ihn zurückkommen würde, ist ein Projekt, mit dem er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter auseinandergesetzt hat, wo es darum ging, Brain-Computer-Schnittstellen als nächster Schritt in der Informationsbeschaffung zu evaluieren. Romberg hat sich generell nicht nur als Vorreiter positioniert, nicht nur darum, wenn es darum geht, um nachhaltige Bauweisen, sondern eben auch beim Thema Digitalisierung. Und wie jetzt Daten Bauprozesse verändern können und auch wie die Romberg-Gruppe wirklich Best Practices nutzt, um aus Daten Erkenntnisse zu generieren, freue ich mich gleich von Manuel zu hören. Noch ein letzter Hinweis, von sich aus gesehen auf der rechten Seite finden Sie unser Q&A-Tool. Stellen Sie bitte alle Fragen, die Sie an Manuel haben, in dieses Tool und wir werden es nachher zusammen durchgehen. Dann vielen Dank. Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und über Data Intelligence bei Romberg erzählen darf. Und wie der Kevin schon gesagt hat, ich möchte unsere Erfahrungen erzählen mit Beispielen, was wir von Data Intelligence erwarten, die Beispiele, wo wir es benutzen und auch ein bisschen Erkenntnisse, die wir in den letzten Monaten da gefunden haben. Für die Leute, die Romberg noch nicht kennen, das ist ein Bauunternehmen, dessen Sitz hier in Bregenz ist, am Bodensee. Hauptgeschäft ist im Dachbereich, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und es gibt verschiedene Sparten in der Romberg-Gruppe. Das Klassische ist der klassische Bau mit Hoch- und Tiefbau. Da werden solche Wohngebäude, wie sie hier sehen, zum Beispiel gebaut. Eine zweite Sparte ist die Bahnsparte mit Schienen verlegen und Bau für die Bahn. Und die dritte Sparte ist das Ressourcenmanagement. Das heißt, die Romberg-Gruppe hat auch einen Steinbruch, ein Ressourcencenter und auch einen Bauhof und so und diese Dinge. Und das Ziel ist wirklich, den Lebenszyklus, den Lifecycle von so einem Gebäude auch komplett abzudecken. Von der Grundstücksakquise über die Planung eines Wohngebäudes zum Beispiel, über das Zerbauen, über das Betreiben des Gebäudes, über das Sanieren, das Wiederbauen, das vielleicht Abreißen und so weiter und so fort. Da kann man sich fragen, das ist ein klassisches Bauunternehmen. Das Unternehmen, das gibt es schon seit mehr als 150 Jahren. Warum beschäftigen sich die auf einmal mit Data Intelligence? Und warum stellen sie auch so einen Menschen an wie mich, dessen Hintergrund überhaupt keine Bauerfahrung ist, zwei linke Hände hat, also eher aus dem E-Commerce- und Software-Bereich kommt? Und trotzdem, warum stellen sie an und was erwarten sie sich davon? Zuerst mal möchte ich über die Motivation reden. Und die kann man so in drei Teile unterteilen. Es gibt eine Studie, das ist das, was man auf der linken Seite sieht, die sagt, dass 96% aller Daten, die im Baubereich erhoben werden, noch nicht genutzt werden. Das heißt, die liegen einfach rum, die werden gesammelt und dann macht niemand was damit. Und eine Hypothese, die wir haben, ist, dass wir da eigentlich noch sehr viel drinnen entdecken können, dass unsere Prozesse zum Beispiel effizienter macht, dass das Bauen an sich effizienter macht, nachhaltiger macht und so weiter.
Das heißt, da liegt ein großer Datenschatz vorhanden, der ist schon vorhanden. Da muss man nicht mal anfangen, darüber nachzudenken, neue Daten zu sammeln, sondern das, was man schon hat, und kann jetzt anfangen, hier Analysen zu machen und bestimmte Business-Probleme damit zu lösen. Die zweite Motivation ist, dass diese gesamte Bauindustrie schon diesen Schritt in diese Richtung macht. Generell sagt man ja, dass die Digitalisierung in der Bauindustrie sehr weit hinten ist. Das ist ein Nachteil, aber genauso ein Vorteil auch. Also so langsam kommt auch die Bauindustrie drauf, dass man darüber nachdenken sollte, und bestimmte Aktionen zu setzen. Und der Vorteil ist, dass man nicht mehr alle Fehler machen muss, die andere Industrien schon gemacht haben, die schon daraus gelernt haben. Und jetzt kann man Dinge benutzen, wo man weiß, die funktionieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Zitat von dem CEO von der englischen Baufirma, der gesagt hat, eigentlich ist da gar keine Baufirma mehr, sondern eigentlich ist da eine Nachhaltigkeits- und Datenfirma, die halt als Nebenprodukt Gebäude baut. Das ist vielleicht ein sehr extremes Statement, aber die Bauindustrie an sich geht in diese Richtung. Das heißt, man muss auch als Firma da mitziehen und sich Gedanken dazu machen. Und der dritte Teil ist dieser generelle Trend in jeder Branche, dass Unternehmen mehr und mehr digitalisiert werden und über skalierbare Produkte nachdenken, die oft per Definition digital sind. Und da gibt es ein Zitat von dem CEO von Microsoft, der sagt, zukünftig muss jedes Unternehmen eigene Software entwickeln. Ist auch wieder wahrscheinlich ein sehr extremer Standpunkt, aber ein Teil ist wahrscheinlich wahr dabei und ist eines unserer Motivationen, warum wir uns hier bei Romberg damit beschäftigen. Was erwarten wir davon? Drei Dinge erwarten wir uns davon. Was wir machen ist, wir versuchen Daten zu sammeln und aufzubereiten und auch das Wissen, das wir im Unternehmen haben, in Software zu gießen. Die große Frage hinter all dem ist, wie kann man Bauen skalierbar machen? Etwas, das eigentlich sehr analog und sehr lokal ist. Welche Dinge müssen wir machen, dass es skalierbar wird und auch außerhalb von einem sehr begrenzten Bereich anwendbar ist? Und das kann man machen, indem man Daten sammelt und vor allem das Wissen der Leute auch irgendwie digitalisiert und zum Beispiel Services anbietet. Das heißt, die Dinge, die wir uns erwarten mit diesem Investment in Data Intelligence, ist Business Intelligence als das, was man klassisch macht, also dass wir mehr datengetriebene Geschäftssteuerung und Wissensmanagement haben. Das zweite ist ein Business Support, das heißt, dass wir intelligente Automatisierungen machen können, bessere digitale Operationalisierung von vorherig analogen Tasks. Und das dritte ist, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das sind ganz klar die Erwartungen, die man an so eine Data Intelligence Unit hat, dass in all diesen drei Bereichen Fortschritt passiert und neue Dinge auch entdeckt werden. Ich möchte euch jetzt vier Beispiele zeigen. Zwei sind aus dem Bauumfeld und zwei sind aus dem Kundenumfeld, die wir bei Romberg schon in diesem Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Data Intelligence verwenden. Das sind keine großen Beispiele, das sind eher kleine Beispiele, auch um zu zeigen, dass man mit kleinen Dingen eigentlich schon einen sehr großen Effekt haben kann oder Dinge auch ändern kann in seinem Unternehmen. Das erste Beispiel ist Maschinenerkennung mit einer künstlichen Intelligenz, mit maschinelles Lernen. Das ist ein Projekt, wo wir auf Baustellen automatisch Maschinen, die auf der Baustelle vorhanden sind, erkennen. Also was man hier sieht, ist eine Baustelle im Bahnbereich. Man sieht zwei Maschinen. Es wird eine Kamera montiert oberhalb von der Baustelle und die überwacht die ganze Zeit diese Baustelle und erkennt, welche Maschinen sind gerade auf der Baustelle und im Einsatz. Das hat mehrere Gründe, warum wir das machen wollen. Das eine Mal ist, wir wollen wissen, welche Maschinen sind wo. Wo sind sie im Einsatz? Sind sie im Einsatz? Das soll die Arbeit von dem Bauleiter zum Beispiel erleichtern oder von dem Bauhofleiter, der wissen sollte, wo sind denn meine Maschinen? Sollte diesen Prozess dieser Inventur ein bisschen vereinfachen. Eine zweite Idee ist davon auch, das zu nutzen, um Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Sie sehen hier auch Menschen auf dem Bild und die Menschen sind sehr nah an dieser Maschine zum Beispiel dran. Und eine Idee, an der wir jetzt auch arbeiten, ist, das für Sicherheit auf der Baustelle zu nutzen und sagen, wir können auch Menschen erkennen, nicht nur die Maschinen, und schauen, ob der Mensch zu nah an der Maschine dran ist, ob man dann sofort ein Signal rausschickt, den Menschen warnt oder einfach nur später dann zum Lernen und zum darauf aufmerksam machen benutzt. Und das sind diese Ideen, die wir mit dieser Maschinenerkennung haben. Kann man auch ausweiten, geht nicht nur um Maschinenerkennung oder Menschenerkennung, sondern auch Schuttguterkennung, das heißt, welches Material ist gerade auf der Baustelle, wird gerade ausgehoben, ist das Kies, ist das Erde, ist das Sand. Also in diesem ganzen Bereich dieser Erkennung, Bilderkennung gibt es einige Projekte, an denen wir arbeiten. Ein zweites Beispiel. Ist auch ein sehr kleines Beispiel, wo wir ein spezielles Problem gelöst haben, ist folgendes. Es gibt
Romberg hat einen Steinbruch und bei diesem Steinbruch gibt's, kann man Sand, zum Beispiel Sand kaufen. Und das sieht man hier auf dem linken oberen Bild. Da kommt der Zug, da kommt ein Zug, da kommt, wird so ein Container draufgeladen. Das ist einer von diesen roten Containern auf der rechten Seite auf diesem Bild. Und dann gibt es dieses Rohr und bei dem Rohr kommt der Sand herunter und dann wird gemessen, wie viele Tonnen Sand gehen in diesen Container hinein. Und je nachdem, wie viele Tonnen da hineingehen, muss entsprechend bezahlt werden. Diese Tonnen, die werden unten in dem Gleis ist eine Waage drinnen und die Waage misst diese Tonnen. Und da gibt es ein Gerät, da wird das ausgedruckt und da kommt so ein Zettel heraus, der wie eine Rechnung ist. Und da stehen dann drauf bestimmte Positionen drauf. Also das Datum, die Uhrzeit, eine ID und dann auch noch, wie viele Tonnen sind da rausgekommen. Und aus irgendeinem Grund kann diese Waage nicht digitalisiert werden. Das heißt, wir können das nicht digital erheben und es gibt also einen Menschen, der dann diesen Ausdruck nimmt und abtippt und in ein anderes Programm überführt und so, damit wir wissen, welche Rechnungen wir schreiben müssen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einfach eine App entwickelt, wo man ein Foto von dieser Rechnung macht. Da ist ein bisschen künstliche Intelligenz drauf, ein bisschen OCR, also Texterkennung. Und was man dann bekommt, ist automatisch diese drei Sachen, die man auf der rechten Seite sieht. Das eine Mal, man bekommt das gleiche Bild wieder, wo hinterlegt wurde, was wurde denn erkannt, welche Elemente wurden erkannt, das Datum, die Uhrzeit, die Tonnen wurden erkannt. Dann bekommt man ein annotiertes Bild, was der Text exakt ist. Das heißt, hier sieht man dann, dass 004 erkannt wurde, hinterlegt mit wie sicher ist sich denn ist sich denn die künstliche Intelligenz mit der Erkennung? Ist sie sich sehr sicher? Ist es grün? Ist es weniger sicher? Wird es hellgrüner und dann irgendwann wird es rot, wenn es ganz schwer zu erkennen ist. Und man bekommt ein Excel, wo die Daten aufgelistet sind, sodass man sie nicht mehr abtippen muss. Und das ist ein kleines Beispiel, wo wir ein Prozess, der sehr analog war, auf sehr einfache Art und Weise digitalisiert haben. Ist natürlich nicht die optimale Art. Viel besser wäre, diese Waage zu digitalisieren, aber trotzdem ist es eine Hilfe und ermöglicht nun, dass dieser Mitarbeiter auch noch andere Sachen macht, anstatt das irgendwie abzutippen. Das dritte Beispiel, das ich zeigen möchte, ist unser Wohnungskonfigurator. Romberg hat einen Konfigurator auf der Webseite, wo man sich eine Standardwohnung mit zwei, drei, vier Zimmern zusammenklicken kann und bestimmte Dinge auswählen kann, wie welche Wandfarbe, welche Bodenfarbe, wie sollen die Türgriffe sein und so weiter. Und das Erste, was wir mal gemacht haben, ist die Anzahl der möglichen Wohnungen auszurechnen. Und das sind 408 Milliarden Wohnungen, die man zusammen konfigurieren kann. Also ein unglaublich hochdimensionaler Raum. Und die Frage ist, kann man dem Kunden helfen, sich da besser zurechtzufinden? Und das ist ein Problem, das kennen wir alle. Mit dem sind wir wahrscheinlich täglich in Berührung. Das sind Sachen wie Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Also Amazon, wenn man bei Amazon einkauft, die verwenden das sehr viel. Und wir haben das auch ausprobiert und haben die Daten gesammelt, zu sagen, wo wir dann sagen können, Kunden, die eine Eiche Zweistaubboden im Esszimmer gekauft haben, haben auch sehr wahrscheinlich ein Doppelwaschbecken im Bad gekauft. Und so ist die Idee, dass je mehr Daten wir sammeln, desto mehr können wir Trends erkennen und Kunden auch helfen und einfacher die Wohnung konfigurieren zu lassen. Da kommen dann so lustige Sachen raus, wie wenn man nur ein Kinderzimmer dazu kauft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Elternschlafzimmer weiße Wände hat. Wenn man aber zwei Kinderzimmer dazu kauft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Elternschlafzimmer eine Farbe hat, wobei Pink dann die wahrscheinlichste Farbe ist. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir wissen nichts über die Kausalität, aber diese Korrelationen sehen wir in diesen Daten. Das letzte Beispiel, das ich zeigen möchte, ist ein richtiges Forschungsprojekt, wo wir gerade dran sind. Und das haben wir mit der TU München gemacht, mit der TUM, ja, das ist eine Studenteninitiative der TU München, in einem Hackathon, wo die Studenten 48 Stunden Zeit hatten, ein Problem zu lösen. Und das Problem, das wir ihnen gestellt haben, dass wir gerne eine Grundrisssuche hätten. Das heißt, das, was wir sehen, ist, es gibt sehr viele Bilder bei uns, die herumliegen auf irgendwelchen Verzeichnissen, die Grundrisse darstellen. Und ein Bild an sich ist sehr schwer zu suchen. Das heißt, wir wissen nicht, welche Bilder sind sich ähnlich, welche Grundrisse sind sich ähnlich und können wir das Problem irgendwie lösen. Und dieses Problem haben wir den Studenten aufgegeben und in 48 Stunden haben die eine ziemlich coole Lösung gemacht und gezeigt, dass das geht. Und ich zeige dann ein kurzes Video. Also sie haben zwei Möglichkeiten gemacht. Das erste ist, man kann einen Grundriss zeichnen und dann aufgrund von dieser Skizze kann man anfangen zu suchen. Wenn man jetzt einfach nur ein Viereck sucht, bekommt man Grundrisse, die in einem Viereck aufgebaut sind. Wenn man ein L zeichnet, bekommt man Grundrisse,
die in einer L-Form aufgebaut sind. Und so kann man das weiterspielen. Also Sie haben es jetzt mal auf den äußeren Umfang beschränkt. Man kann es aber auch weiterspielen und sagen, man kann Fenster einzeichnen. Oder das zweite Szenario ist, man gibt einen Grundriss schon hinein und bekommt dann Grundrisse, die ähnlich ausschauen zu dem, was man hochgeladen hat. Und das war so ein Prototyp, wo wir wissen wollten, ist es überhaupt möglich, mit Bildern zu suchen? Und die Business Cases, die wir dazu hatten, sind sehr unterschiedlich. Das eine ist ein Business Case, wo der Kunde zeichnet, ist, wir können mit dem Kunden zusammensitzen, der Kunde fängt an, sein Grundriss zu zeichnen und gleichzeitig zeigen wir dem Kunden Wohnungen oder Häuser, die ähnlich sind, die wir schon gebaut haben. Und damit ermöglichen wir es dem Kunden eigentlich, und im besten Fall noch in einer 3D-Visualisierung, sehr schnell ein Bild zu bekommen, wie seine zukünftige Wohnung oder zukünftiges Haus ausschauen könnte, indem er einfach selber herumzeichnet. Und das haben die Studenten hier gezeigt, das ist möglich, ein möglicher Use Case und etwas, worüber wir weiter darüber nachdenken. Mit dem Bildsuchen, mit dem Grundriss, der schon vorhanden ist, da war die Idee im Business Case, dass man, wenn man umzieht von einer Stadt in die andere, dann hat man ja schon eine Wohnung, die vielleicht einem sehr gut gefällt, wo die Möbel hineinpassen. Und da kann man dann in einer anderen Stadt eine Wohnung suchen, die sehr ähnlich aufgebaut ist und muss keine Wohnungen kaufen, keine Möbel kaufen und bekommt wieder was sehr ähnlich ist. Das sind also so Ideen, wo wir Richtung Kunde uns überlegen, wie wir Machine Learning oder künstliche Intelligenz und Daten einsetzen können. Nach diesen vier Beispielen möchte ich über vier Erkenntnisse auch sprechen, die ich jetzt gemacht habe, seit ich bei Romberg bin, wenn Bau und digital zusammenkommen. Das Erste, was man verstehen muss und das ist aber nicht nur für die Baubranche, sondern das gilt eigentlich für jede Branche, ist, dass man Daten als zentrales Gut anfängt zu verstehen. Weil wenn man sich das Wort künstliche Intelligenz anschaut und überlegt, was es ist, dann besteht das eigentlich nur aus drei Teilen, nämlich die Daten, die Algorithmen und Hardware. Algorithmen sind gratis verfügbar. Also jede große Firma, Facebook, Amazon, Google, stellen ihre Algorithmen eigentlich als Open Source gratis zur Verfügung und jeder kann diese benutzen. Das heißt, das ist eigentlich kein Asset. Die Hardware ist auch über die Cloud unendlich verfügbar. Das heißt, mit genügend Kapital kann man eigentlich beliebig Hardware kaufen. Was das Wichtigste ist, die Daten, das ist etwas, was das Unternehmen einzigartig macht. Und dieser Fokus zu sagen, Algorithmen und Hardware, das bekommen wir, das ist verfügbar, aber die Daten, das ist das, was wir beisteuern können. Das ist das, was uns einzigartig macht. Das ist ein Mindset, das man schaffen muss und das von Anfang an klar ist, dass man Daten sauber sammelt und strukturiert ablegt. Eine zweite Erkenntnis oder eine zweite spannende Schnittstelle, die da aufkommt, wenn ein Bauunternehmen über solche Dinge anfängt nachzudenken, ist, dass man fachfremde Mitarbeiter ins Unternehmen holt. Das ist ein Circle of Competence, so ein Mind-Model, über das man nachdenken kann, wie viel man über etwas weiß. Und das ist ein Beispiel, so wie ich mich hier in der Geschäftsleitung vorgestellt habe. Ich habe null Ahnung von der Bauindustrie. Ich habe ein bisschen Ahnung über Data Intelligence und über E-Commerce. Und auf der anderen Seite gibt es das Romberg-Universum und die Bauindustrie. Und irgendwie müssen diese zusammenpassen. Und irgendwie kommen wir zusammen. Aber durch diese fachfremden Mitarbeiter ins Unternehmen holen, entstehen dann so Dinge, dass man E-Commerce-Gedanken in das Bauunternehmen bringt. Das heißt, bei einem E-Commerce ist es so, wenn man über Subscription-Modelle nachdenkt, dass man eigentlich den ganzen Funnel oder Lifecycle von dem Kunden immer so bestimmte Touchpoints haben möchte. Oder dass man einmal im Jahr, also wenn ein Jahr Erneuerung ist, dass man immer wieder mit dem Kunden spricht. Bei einem Bauunternehmen von einem Haus ist das sehr ähnlich. Da gibt es auch immer wieder Touchpoints. Nur, dass es nicht ein Jahr ist, sondern 100 Jahre. Oder 70 Jahre, es ist sehr lang, aber man kann trotzdem gleiche Gedanken oder ähnliche Gedanken einbringen. Und das ist das, was man schafft, wenn man solche fachfremde Mitarbeiter in so eine Branche wie das Bauen bringt. Das Dritte ist Experimente zulassen. Und das ist sehr spannend, weil Bauen und Software Engineering ist total unterschiedlich. Beim Bauen ist es sehr Wasserfall, das habe ich gelernt, man muss ein Haus zu 100% bauen. Das heißt, von unten nach oben muss das aufgebaut werden, man kann nicht mit dem Dach anfangen, ansonsten würde das nicht funktionieren. Moderne Software Engineering funktioniert anders. Man baut Prototypen, man wirft es wieder weg, man macht nur 80% Lösungen und das ist ein Mindset-Problem, da treffen zwei Welten aufeinander.
Und da muss man sehr viel miteinander wollen, dass das funktioniert und dass auch Bauleute verstehen, dass Softwareentwicklung vielleicht nur 80% ist, aber auch umgekehrt, dass man versteht, dass im Bauen einfach die 100%-Lösung gewollt ist und man muss so ein Mittelding hier finden. Und das Letzte ist, was glaube ich ein Riesen, was wichtig ist, dass man versteht, dass man in Cloud-Technologie investiert und nicht alles selber baut. Diese Beispiele, die ich am Anfang gezeigt habe, die haben nur funktioniert, weil wir Cloud-Technologie verwenden, weil wir Services verwenden, die aufgrund von Daten anderer Firmen schon gelernt wurde und wir jetzt für die Erkennung von Wagenausdruck verwenden können oder die Erkennung von Maschinen verwenden können. Ohne das wäre es nicht möglich, das zu machen, weil wir weder die Leute noch die Menge an Daten haben, das selbst aufzubauen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich möchte mit einem Zitat von dem Jeff Bezos abschließen, der sagt, dass wir erst am Anfang von dem goldenen Zeitalter von AI sind. Dem kann ich komplett zustimmen und das stimmt auch vor allem für die Baubranche. Ich glaube, da kommt noch sehr viel Spannendes auf uns zu und ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Super, vielen Dank, Manuel. Mega spannender Talk. Und ich fand auch, wie du die ganzen Erkenntnisse sehr greifbar dargestellt hast. Da glaube ich, kann man sich auch als jemand, der da ein bisschen weiter weg von der ganzen Thematik ist, sehr gut reinfinden. Also, er hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe da auch schon öfter versucht, Talk drüber zu halten, aber habe es lange nicht so greifbar wie du geschafft. Zu dem Thema finde ich, hat Clara eine sehr, sehr interessante Frage, die, glaube ich, viele Leute. Mit der sich viele Leute wahrscheinlich sympathisieren mit dieser Frage. Thema Standardisierung. Wie geht man denn wirklich eigentlich diesen ersten Schritt? Wo fängt man an mit dieser Datenerhebung? Und dort zu überlegen. Manuel, wir hören dich gerade noch nicht. Eine Sekunde. Okay. Ich höre mich gerade doppelt. Hallo? Manuel, kannst du noch mal die ersten 10 Sekunden wiederholen? Wir haben dich irgendwie die ersten verloren. Hört ihr mich jetzt? Perfekt, super. Okay. Ich glaube, der Punkt ist klein anzufangen. Das heißt, nicht versuchen, die Welt zu revolutionieren, sondern wirklich einen Prozess herzunehmen und sich überlegen, wie könnte dort die Datensammlung ausschauen. Weil das, was ich gemerkt habe, ist, man muss sehr schnell Beispiele zeigen, was ist denn überhaupt möglich und wie. Also sehr kleine Beispiele, die die Leute angreifen können, um zu verstehen, okay, das ist eigentlich Data Intelligence. Das ist das, was ich damit erreichen kann und das ist der Mehrwert, den ich daraus bekomme. Und welche Tools nutzt ihr für eure Datenanalyse? Wir sind in der Microsoft Azure Cloud. Das heißt, das ist unser Cloud Stack. Wir benutzen Python, R, und Power BI als User Interface, um die Daten zu visualisieren und ansonsten alles, was so in Richtung Daten auch in der Azure Cloud herumschwirrt. Aber das Basiswerkzeug ist irgendwie also R als Analysetool und auch Python als Analysetool. Jetzt, du hast es eh schon angesprochen, dass du eben nicht aus der Baubranche kommst. Das heißt, die nächste Frage geht ein bisschen in die Richtung, du als Datenexperte, wie hast du denn diesen Einstieg in die Baubranche empfunden? Sehr spannend, aber schon auch sehr auf den Boden holen. Also ich komme ja, du hast es ja am Anfang gesagt, ich komme von Avira, was eine Softwarebude war oder ist. Und ich wusste gar nicht, was Digitalisierung heißt. Also ist ja per Definition in der Softwarebude ist alles digital. Das heißt, auf einmal kommst du in ein Bauunternehmen und da werden Dinge noch auf Blatt Papier geschrieben und Dinge werden ausgedruckt. Das heißt, da habe ich erstmal so richtig verstanden, was es heißt, ein Unternehmen zu digitalisieren und Prozesse auch wirklich so umzubauen, dass nicht mehr ausgedruckt wird, sondern dass das digital weitergeht. Und das ist schon was ich lernen musste und erst da so richtig auch verstanden habe. Du hast uns ein ganz interessantes Beispiel mit der Bilderkennung auf der Baustelle gezeigt. Jetzt wäre hier eine Frage, wie viel ist davon noch Zukunftsmusik und was
könnten wir eigentlich jetzt schon in den nächsten Jahren wirklich auf der Baustelle sehen? Das ist keine Zukunftsmusik. Das läuft als Prototyp bei uns schon. Also das gibt es schon. Die Frage ist, was machen wir mit den Daten wirklich? Also wir können die Maschinen erkennen, das ist auf der Baustelle. Ich habe gesagt, wir machen es, um zu wissen, welche Maschinen stecken wo und sind sie in Betrieb oder auch zur Sicherheit der Mitarbeiter. Das sind so diese Dinge, die jetzt spannend sind. Was macht man, was baut man darauf auf? Aber eine Kamera hinzustellen und diese Maschinen zu erkennen, das funktioniert schon. Bei uns am Steinbruch zum Beispiel fliegt jede Woche eine Drohne über die Sandhaufen, die dort aufgeschüttet werden, und macht die Inventur und versucht rauszurechnen, wie viel Tonnen Sand liegt da. Also diese Dinge, die funktionieren schon und die sind schon da. Und wenn das alles schon funktioniert, was meinst du denn, ist so was hält denn die meisten Unternehmen ab, mehr in diese Datennutzung zu investieren? Werden die Unternehmen abgehalten davon? Ist das so? Oder was meinst du, was ist denn so das größte Hindernis, wenn es überhaupt eins gibt? Vielleicht ist es auch nur ein mentales, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Kostenfaktor, den man nehmen muss am Anfang, um das irgendwie aufzubauen. Man muss Leute anstellen, die nicht sofort am Umsatz beteiligt sind, so wie mich. Typischerweise sind diese Leute auch nicht gerade die billigsten in der jetzigen Phase. In diesem jetzigen Hype-Cycle, den diese ganzen Daten, die Datenthematik hat. Man muss mit Verständnis schaffen. Es ist so schon ein bisschen so ein Mindset-Shift. Das, was ich auf den letzten zwei Folien auch gezeigt habe, dieses Experimente zulassen, Softwareentwicklung ist ein bisschen anders. Da muss man schon, in unserem Fall ist es der Eigentümer der Firma Romberg, der da dahinter steckt, der Hubert Romberg, der wirklich sagt, ich möchte das. Und man muss schon so ein Mitverbündeter haben in einem Unternehmen, in so einem klassischen Unternehmen wie in der Baubranche, glaube ich, damit das auch funktionieren kann. Ja. Es braucht also so einen gewissen Data Champion, der das auch Ganze vorantreibt. Ja, ich glaube, ein Champion beschreibt es gut. Nein, auf jeden Fall, man würde Champion dazu sagen, ja. Manu, wir haben, ich hab, glaube ich, noch 1000 Fragen an dich. Wenn wir mit einem Blick auf die Zeit, würde ich jetzt die letzte Frage noch stellen, bevor es dann in den nächsten Talk geht. Kurz zusammengefasst, wo siehst du denn den größten Mehrwert für die Unternehmung in der Nutzung dieser Daten? Digitale Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen. Das heißt, Probleme, die wir lösen, die wir digital lösen, so aufzubauen, dass wir es als Services auch an andere Firmen anbieten können, die auch Baufirmen sind. Weil das ist dann der Punkt, wo man über skalierbares Bauen nachdenken kann. Nicht mehr alles selber bauen, sondern wir lösen es für uns. Wenn wir das als Problem haben, haben es vielleicht andere Firmen auch als Problem und wir können es anbieten. Sehr cool. Super, vielen, vielen Dank, Manuel, für deine Zeit und für die interessanten Insights.